Wunderschönen guten Morgen. Hier sind die Turmhöfen. Hier ist der offizielle Fußball-Podcast des SAFV, powered by clubstream.de. Zu Corona-Zeiten mussten wir das Ganze natürlich ein bisschen, ja, nicht einstampfen, aber von zu Hause per Insta Live machen. Ist aber auch bei euch sehr gut angekommen, haben sehr viel Rückmeldung bekommen. Vielen Dank dafür. Und bald kann ich euch versprechen, wird es auch wieder Folgen geben, so ab Mitte Juli hoffentlich, wo wir außerordentlich Podcast betreiben. Aber zwischendurch, dieses Format hat sich ja bewährt, bleiben wir hier auch bei unserem Turmhöfen Insta Live. Heute mit Kevin Hübner von Eutin08. Der hat, glaube ich, einiges zu erzählen, wenn ich das so richtig sehe. So, und ich sehe, er hat sich dazugeschaltet in diesem Stream. Servus. Fantastisch. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Schönen guten Morgen. Bist du im Presseraum oder sieht so dein Wohnzimmer Ich aus? wollte tatsächlich heute mal den Presseraum nutzen. Netterweise. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer als das eigene Wohnzimmer. Ja, sehr, sehr stark. Ja, ich freue mich sehr, dass es klappt. Vielen Dank dafür. Mich auch. Die wichtigste Frage erstmal in dieser Zeit, logischerweise, wie geht es dir insgesamt? Wie hast du die letzten Wochen erlebt? Bist du von Corona verschont und gesund geblieben? Ich bin fit, munter und wohlauf. Mir geht das ziemlich auf die Nerven, also dass wir nicht trainieren können hier auf dem Waldeck hier in Eutin, und uns quasi selber fit halten müssen. Alleine um See laufen, Kraft, Stabi, Mobi. Und es ist einfach was anderes mit dem Team, als wenn du dann alleine irgendwie deine Runden ziehst. Also ich Also finde das. ihr macht noch kein Teamtraining, gar nichts. Ist Nein. schon angedacht, wann es losgehen könnte bei euch? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verraten darf. Gab schon Anweisungen, aber der Sportplatz ist Privatgelände, gehört der Stadt und darum ist das so ein bisschen. Verfolgst du, logisch, verfolgst du Geisterspiele und Bundesliga, oder? Total langweilig. Wollte ich gerade sagen, also wie. Total langweilig. Gucke ich mir nicht mehr an. Ich habe es am Anfang geguckt, aber das ist nicht, finde ich, echt total langweilig. Dann sprechen wir über dich, über euch. Wenn ich frage, ob du gesund bist, geht das natürlich auch in Richtung deiner letzten Saison, weil du ja auch verletzt warst, oder? Korrekt. Ich wurde zweimal an meinem linken Knie operiert. Kleine Operation am Meniskus, die da wieder schick gemacht wurden. Nach der ersten OP hatte ich ziemliche Probleme immer noch 4 Monate danach. Aber nach der zweiten Operation ging das ganz, ganz, ganz schnell bergauf. Und da habe ich auch in der zweiten Mannschaft schon gemerkt, irgendwie mein Knie sagt, ich kann doch noch mal vielleicht Oberliga spielen. Dann hatte ich das Gespräch mit den beiden Trainern und die haben mir natürlich keine Steine in den Weg gelegt und haben gesagt, spiel bitte nochmal Oberliga. Und da bin ich sehr, 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 sehr froh drum, dass ich doch nochmal in der Genau, fünften. das wollen wir alles mal so ein bisschen aufdröseln. Also dein Weg zurück jetzt in die erste. Also du wurdest, ich habe das vorhin nochmal nachgeschaut, auf einigen Sportseiten hier, so Sportbuzzer etc., als Neuzugang tituliert. Ist man Neuzugang, wenn man ein halbes Jahr in der zweiten war und dann wieder hochgeht? Ach, ich weiß es nicht. Also ich freue mich einfach bei der Mannschaft zu sein, ob Neuzugang oder nicht. Ich bin der Dienstälteste bei Eutin08. Ich habe alles mitgemacht von der Kreisliga damals, muss ich ja schon sagen, das ist ja schon ein paar Jahre her. Und damals bis hoch in die Regionalliga, den Abstieg dann miterlebt. Dann war ich halt lange verletzt. Und ob ich jetzt Neuzugang bin, kann man sich drüber streiten. Ich glaube, ich bin es eigentlich nicht, aber irgendwo dann halt auch doch. Also irgendwo schon. Das wollen wir alles mal so ein bisschen aufdröseln, weil ich zum Beispiel noch exakt weiß, wo ich hinter dem Tor stand bei eurem Aufstiegsspiel damals gegen Eintracht Nordheim. Und ich stand nämlich immer noch in der Schlange. Es war so viel los am Waldeck. Und ich stand noch in der Schlange an der Bratwurstbude. Und da flog das Ding quasi schon über uns rüber und du zimmerst das Ding ins Tor. Und es gibt viele Fragen hier an dich, die schon eingesendet worden sind. Wenn ihr jetzt auch live hier Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch in die Kommentare stellen. Dann beantwortet Kevin sie euch auch. Aber auch hier Richtung dieses Aufstiegsspiel damals kommt hier auch eine Frage von Moritz 08768. Wie blickst du auf das Spiel damals, speziell auch auf dein Tor?
Ich war sehr aufgeregt vor dem Spiel. Also ich weiß noch, da bin ich morgens relativ früh aufgewacht und habe meinen Kapitän angerufen, damals Sönke Meier, der mich dann auch zu sich gebeten hat und um an mich einfach so ein bisschen, ne, runterzuholen. Und dann sind wir aufs Waldeck spaziert. Und dann hatte ich eigentlich kein gutes Gefühl. Vorm Spiel kein gutes Gefühl. Und dann nach der zweiten Minute, glaube ich, war das, hat Florian Stahl den Ball so ein bisschen rübergelegt mit dem Kopf und dann habe ich einfach geschossen. Und ich dachte, der Ball geht nicht rein, dass er dann am Schluss noch so eine kleine Kurve macht, irgendwie natürlich cool für uns. Dann kriege ich Gänsehaut. Also es ist schon so ein Moment, der natürlich verankert ist bei mir drin. Blicke ich gerne drauf zurück. Ich glaube, das war mein kürzestes Spiel. Ich glaube, ich habe eine Viertelstunde gespielt, weil der Schiedsrichter mich ein bisschen auf dem Kicker hatte. Aber es war natürlich dann so der erste Schritt quasi durch den Sieg, durch das 1-0 und das gewonnene Elfmeterschießen. Dann quasi den ersten Schritt, so den ersten Fuß in der Regionalliga zu haben. Also es war schon ein cooles Spiel. Bisschen verrückt. Ich weiß nicht, wie wir das gewinnen konnten, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir haben es gewonnen und der liebe Gott war auf unserer Seite und da sind wir enorm stolz drauf. Und dann hast du schon in der zweiten Minute ja auch den Salto schon ausgepackt. Wie ist das eigentlich dein Markenzeichen geworden? Oh, ich habe den irgendwann einfach mal, irgendwann habe ich den einfach mal gemacht. Irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich bin relativ verrückt, was auch in der Schwimmhalle Saltos und so angeht. Und irgendwann habe ich dann meinen Flickflack gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt lasse ich auch mal die Hände weg. Dann kann ich auch ein Salto machen. Und dann irgendwie war das dann so drin. Ich weiß auch nicht wie, aber irgendwie kam das so zustande. Ich habe immer gedacht, der junge Mann war sehr begabt, was Bodentoren anbelangt. Leon Dippert, sehr, sehr gut. Muss man ihn auch mal loben. Da gibt's ja, bin ich ja nicht der Einzige, der dann Salto macht, nachdem. Bevor wir hier weitergehen mit den ganzen Fragen, hier Björn Co. 85 sagt auch, wie geht es deinem Knie und so weiter. Können wir aber den Weg einfach mal weitergehen? Also dann gab es ja dieses schwierige Jahr, Regionalliga nach der Euphorie, das kennen natürlich viele Aufsteiger und so weiter. Dann ging es knapp wieder runter, ihr hattet Trainerwechsel etc. Du hast schon gesagt, du hast das alles mitgemacht. Das sind jetzt natürlich lange Zeiträume, relativ kurz einfach mal zusammen komprimiert, aber wie würdest du den Weg von Eutin 08 seitdem beschreiben? Ach, das ging schon, also nach der Regionalliga auch mit dem Abgang, sage ich mal, der Führungsspieler und auch der gestandenen Spieler, ging das schon erstmal einen Ticken bergab. Ich finde, dass wir uns dann aber trotzdem gefangen haben. Also, dass wir dann trotzdem diese mannschaftliche Geschlossenheit, dass wir die trotzdem hatten, dass es trotzdem wieder Spaß gemacht hat, Fußball zu spielen, obwohl wir abgestiegen sind. Und dass wir trotzdem wieder richtig geile Typen dazu bekommen haben. Ob jetzt neuer Trainer oder nicht, das ist dahingestellt. Aber es ist einfach so, dass wir natürlich dann erstmal gucken mussten, abgestiegen, ne? Neue Mannschaft, neues Trainerteam, das braucht alles Zeit. Und da hat man einfach geguckt. Und ich finde, eigentlich ist es ganz gut geworden, bis auf die letzte Saison jetzt. Aber so ist Fußball. Ja, und über die möchte ich dann nochmal sprechen, auch wenn du schon sagst, klar, verletzt und dann zweite Mannschaft, aber du wirst ja trotzdem sehr intensiv verfolgt haben, was in der Flens-Oberliga so passiert ist mit der ersten Truppe. Es war Mittelfeld, sagen wir mal, knapp Danke. vor den Abstiegsrängen. Wie bewertest du die vergangene Spielzeit sportlich? Also ich finde, dass viele Spiele nicht verloren hätten gehen dürfen. Also es waren dann kleine Sachen, die dann am Schluss einfach die Niederlage, ja, gestempelt haben. Also es ist einzelne Fehler und das wird dann in so einen Ligen wird das dann bestraft. Also es hört sich doof an, aber es gibt in jeder Mannschaft in der Oberliga irgendwo irgendwelche Fußballspieler, die halt richtig Fußball spielen können. Und wenn man dann nicht ja, 90 Minuten lang irgendwie sich ein bisschen
dann kann es natürlich dann auch passieren, dass du dann am Schluss da stehst, gar nicht weißt warum, aber verloren hast. Und das war öfter so, also als ich zugeguckt habe. Ich habe letztens einen Artikel gelesen im SHZ, der das Niveau der Flens-Oberliga sehr diskreditiert hat. So nach dem Motto, da laufen eigentlich bis auf einige wenige nur Thekenmannschaften rum. Würdest du das unterstreichen oder wie siehst du das Niveau in dieser Liga? Ich unterstreiche das ein bisschen teilweise. Also die Oberliga war früher tatsächlich, als der liebe VfB Lübeck noch in der Oberliga mal ein Jährchen war, durchaus stärker, auch mit den ganzen Flensburger Mannschaften, die sich ja jetzt zusammengetan haben. Da war jedes Wochenende ein Kampf. Und mittlerweile, so seit 2, 3 Jahren, ist das halt nicht mehr so. Da gibt es tatsächlich Mannschaften, wo man dann schon 6 Punkte plant. Ob das jetzt frech ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber das Niveau ist schon nicht mehr das, was es doch dann mal war, tatsächlich. 21 Punkte aus 20 Spielen für euch letzte Saison, Platz 11. Du sagst es also natürlich klar, es waren enge Spiele und dann verliert man die dann eben. Für dich aber auch sehr turbulent gewesen, klar, verletzt und so weiter. Dann war plötzlich zu lesen, du gehst in die zweite Mannschaft, du weißt für dich, wie es, wusstest nicht, wie es beruflich für dich weitergeht. Ist das jetzt alles geklärt, sodass du sagst, volle Konzentration Oberliga? Ja, also ich warte auf die Tests der Bundeswehr, auf die Einstellungstests und durch Corona natürlich ein bisschen alles nach hinten verschoben. Dürfen die nicht machen. Ich stehe aber im Verbund mit denen, mit meinen Sachbearbeitern und kann es kaum erwarten, da anzureisen. Und wenn wir nochmal auf deine Statistik hier gucken, was Oberliga angeht, 99 Spiele, 30 Tore. Geht da noch mehr? Ich werde mir sehr viel Mühe geben, dass ich das Torkonto noch ein bisschen. Obwohl mir ist eigentlich, die Tore sind mir egal. Also das ist, mir ist es egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, Eutin steht am Ende da ein mehr. Das ist dann auch egal, ob 1-0, 5-0, 6-0, 7-6, sondern ich möchte gewinnen und da ist es mir eigentlich egal, wer das Tor schießt. Schön ist, wenn man dann auch eins irgendwie schießt, aber wichtig ist, dass die Mannschaft gewinnt. Und wir sehen schon an deiner Jacke, du hast wieder die 10. Ja, ich Jetzt darf sie zum Schluss behalten. dann am Rücken. War dir das relativ wichtig? Hat die eine Bedeutung für dich? Ist meine Lieblingszahl, ist meine Glücksnummer. Mit dieser Nummer bin ich aufgestiegen in die Regionalliga und dann habe ich aus Spaß zum Trainer gefragt, als ich dann gesagt habe, Dennis, ich komme zurück. Und dann habe ich aus Spaß gefragt, ich sage, und die 10 natürlich, ne? Und dann hat klar. Logisch. Das für mich so, also eigentlich, ich meinte es gar nicht ernst, weil ich dachte, vielleicht ist die ja schon irgendwie vergeben, aber ich darf die behalten. Und da bin ich sehr stolz drauf. Hast du eigentlich fußballerisch ein Vorbild? Ja, ich mag tatsächlich, darf ich das eigentlich gar nicht sagen. Ich bin Real Madrid-Fan und mein Liebling spielt tatsächlich in einer anderen spanischen Mannschaft mit der Nummer 10 und heißt Lionel Messi. Wie passt das denn zusammen? Er ist der Beste. Das ist der Beste. Also das ist einfach der Beste. Ich gucke dem unheimlich gerne zu beim Fußballspielen. Und wenn der da seine magischen Momente dann hat, dann sitzt er vorm Fernseher und kann es kaum glauben, was der da wirklich zaubert. Auch wenn das gegen Real macht. Dann bin ich kurz sauer, aber nach dem Spiel sage ich, hat er so, ja, ich finde den einfach krass. Ist der Beste. Verfolgst du spanische Liga dann aufgrund dessen, dass du Real-Fan bist, mehr noch als Bundesliga zum Beispiel? Ich bin kein Bundesliga-Fan. Ich finde den Fußball tatsächlich sehr langweilig und finde Bayern München, na gut, ja, ist eine gute Mannschaft, aber den 15 Jahre in Folge zum deutschen Meistertitel zu gratulieren, finde ich irgendwann langweilig. Und das Tempo spanische Liga, englische Liga finde ich einfach attraktiver. Auf Schleswig-Holstein mal nur geschaut, kommt hier die Frage von Nikolaiks oder Nicolet 2, kann das sein? Kann sein, ja. Holstein Kiel oder eher VfB? Ja, jetzt muss ich ganz doll aufpassen, was ich sage, weil ich sage jetzt VfB Lübeck.
könntest ja auch sagen, dritte Liga VfB, zweite Liga Holstein. Ich kann sagen, Holstein Kiel hat eine schönere Anlage, aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Lübeck und Kiel, was ich doch dann besser finde, ist es dann tatsächlich die Lohmühle und der Er hat VfB noch eine Lübeck. Frage an dich. Wer ist neben Otto der schönste Mitspieler, den du je hattest? Der schönste Mitspieler neben Sönke Meier. Thies Borchardt. Warum? Das ist so ein Sunny Boy. Das ist so ein. Der tut niemandem was, der lacht immer, der kommt immer mit einer positiven Ausstrahlung, kam immer in die Kabine. Und oder Nico Bruns. Ja, Nico Bruns auch. Beide. Ich sag. Der Also ist das. schaltet sich hier gerade in diesem Moment live rein. Grüße an ihn. Und der hat auch eine Frage an dich abgegeben. Wer ist denn der schönste Linksfuß der Liga? Ja, da gibt es nur einen leider. Der heißt tatsächlich Nico Bruns und der schießt die coolsten, die besten Freistöße mit Rico Borg zusammen, die ich live gesehen habe. Und ja, Nico, der Titel gehört nicht. Nico hat mir letzte Woche gesagt, als er hörte, wir machen ein Insta-Live, hat er gesagt, geil, freue ich mich richtig doll drauf. Ja, ich Aber mag jetzt. ihn. Er ist ein bisschen eingeschlafen, seitdem er jetzt nicht mehr bei uns spielt, sondern da beim PSV rumalbert. Aber man probiert sich doch häufiger mal an der Kiellinie zu treffen. Was haben wir noch? Wie sind deine Ziele mit Eutin nächste Saison? Fragt Nick SVW 01. Verletzungsfrei. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich verletzungsfrei durch die Saison komme. Natürlich auch auf meine Spielzeit kommen. Den jungen Spielern, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft, den jungen Spielern einfach ein bisschen was mit an die Hand gebe. Ich zähle ja jetzt zu den etwas älteren Eisen. Und ja, meine Ziele sind einfach klar. Also die großen, die Titelfavoriten auch für nächstes Jahr, das sind ja auch wieder einige Mannschaften, die sich sehr, sehr aufgerüstet haben. Einfach ein bisschen ärgern, gucken, was geht, nicht hinfahren und sagen, wie viel wird das heute, sondern einfach gucken, dass wir einfach ein paar Mannschaften ärgern, die damit gar nicht rechnen. Du bist gerade 28 geworden. Ich bin 28 Jahre alt geworden, ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Vielen Dank. Und durfte ich das laut überhaupt sagen? Ich finde, du bist damit im besten Fußballeralter, oder nicht? Ja, es streitet sich, ne? Also ich finde schon, man ist so alt, wie man sich fühlt, aber doch, eigentlich sagen es viele zu mir, wie jetzt bis zum besten Alter. Man wird sehen, ob dann die Schnelligkeit immer noch bleibt, wie lange sie noch bleibt. Aber ich bin da ziemlich optimistisch, dass da nichts passieren wird. Paul Else 7 möchte noch wissen, wer ist der beste Sechser aus Eutin, der die Nummer 8 trägt? Ich hoffe, er weiß, wer ich bin. Ja, ich weiß, wer er ist. Er ist ein sehr, sehr guter, talentierter, junger Fußballspieler, mit viel Ambition, ist bei der Bundeswehr und hat dadurch leider nicht so viel Zeit, Fußball zu spielen. Aber er ist ein guter, das weiß er auch selber. Und es hat mir Hat auch Spaß mit gemacht, Augenzwinkern geschrieben. Fußball zu spielen. Er war schon doch durchaus ziemlich gut. Was haben wir noch? Frage nach dem Knie haben wir abgearbeitet und so weiter. Wer sind denn, wenn du schon auf die kommende Saison blickst, in der Flensoberliga die Favoritenteams? Da muss ich sagen, Todesfelde. Also ganz klar Todesfelde, jetzt auch mit den ganzen Neuzugängen. Man kennt sich auch über die Jahre, ist eine super Mannschaft. Da wird man gucken, was da geht. Ich glaube, auch Eichhede wird auch wieder richtig, richtig stark. Und dann muss man gucken. Ne? Flensburger Mannschaften sind super, die können alle Fußball spielen. Im Kieler Bereich gibt es auch immer, immer wieder was. Da muss man halt gucken, dass wir da so viel ärgern wie möglich. Was sind für euch die, ja, jetzt nicht die wichtigsten Duelle der Liga, aber wenn man so auch auf regionale Gegebenheiten und Derbys schaut, was sind die Duelle, die euch am meisten bedeuten in der Mannschaft? Da müssen wir den Oldenburger SV mit ins Boot nehmen, den TSV Pansdorf, das sind dann einfach hier die umliegenden
Ortschaften, Pansdorf als Dorf. Also das ist schon, also da ist es schon wichtig, dass man da vielleicht nicht irgendwie untergeht, sondern da, dass du da schon wirklich hochfährst. Und ja, gegen Oldenburg und Pansdorf, das wäre schon schön, wenn man da die Derbys dann die Punkte mit nach Hause nimmt oder halt die Punkte hier behält. Wir haben schon auf eines deiner größten Highlights geschaut mit dem Aufstiegsspiel damals vor eigener Kulisse. War ja nicht das einzige Aufstiegsspiel. Jetzt mal anders gefragt, wenn du dir ein Spiel aussuchen dürftest, gar nicht mit eurem Team, sondern weltweit, egal mit welcher Mannschaft, ein großes Fußballspiel, wo du sagst, da wäre ich gerne auf dem Platz gewesen und hätte mitgespielt, welches wäre das? 2014 WM-Finale in Brasilien. Da hättest du gerne mitgemacht. Warum? Da wäre ich auch, keine Ahnung, da hätte ich auch die Schuhe geputzt, der Spieler oder die Spiegel gereicht, sondern einfach dieses Spiel, dieses unfassbare Erlebnis, da wäre ich gern live dabei gewesen, wenn ich es mir wünschen dürfte. Aber natürlich auch am Fernseher zu Hause war das ein gelungener Tag, ein gelungenes Spiel. Diese Woche wäre es losgegangen, ne? Mit Europameisterschaft. Ja, diesen Freitag wäre es gestartet. Was machst du stattdessen? Wie verbringst du deine Freizeit, wo man nicht Fußball spielen? Ich starte jetzt wieder regelmäßig mit meinen Laufeinheiten hier um die Eutiner Seen, um mich fit zu halten, dass, falls es dann jetzt hier demnächst wieder losgeht, dass ich dann voll im Saft bin. Zum Abschluss noch eine Zum Abschluss. sehr wichtige Frage. Wir haben auf Spotify die sogenannte Tormöwen-Playliste. Da kann jeder unserer Gäste drei Songs raufpacken. Und zwar die Top 3 Kabinensongs. Wer ist bei euch Kabinen-DJ? Das ist Niklas Wulff. Macht er das gut? Der macht das sehr, sehr gut. Also der pusht uns schon ziemlich. Also jetzt im letzten halben Jahr war ich halt nicht da. Aber ich glaube schon, dass er spielt schon von bis, ne? Also mal den abgefahrensten Hardstyle und dann kommt auch mal die Helene Fischer um die Ecke. Also es ist bunt gefächert, aber er kriegt das schon sehr, sehr gut hin. Und mit der Lautstärke ist das dann auch für jeden hier zu hören, wenn wir dann ein Heimspiel haben. Der macht das schon richtig gut. Was würdest du sagen, eure Top 3 Songs in der Kabine? Welche sind das? Red Hot Chili Peppers auf jeden Fall. Can't Stop. Numb and Core von Linkin Park und Jay-Z. Und dann nehme ich einfach die Helene Fischer und sage Achterbahn. Die Helene auf 1. Die Helene nehme ich. Charles Achterbahn, sagtest du? Genau, die Helene nehme ich auf 3 für die. Wenn man die 3 dann hat, dann die Helene dann vielleicht auch auf 1, aber ansonsten die Helene auf 3. Und textsicher seid ihr auch alle. Ja, wir sind jetzt nicht die größten Sänger, aber stimmungstechnisch geht da schon ganz, ganz viel doch dann schon bei uns, ja. Geil. Dann würde ich sagen, wir haben thematisch alles abgearbeitet. Guck noch mal Sehr hier schön. rein, ob es Fragen gibt. Die hier eure junge Mannschaft ist auch mit dabei. Nick SVW schreibt blau-rot. Nö, ich würde sagen, alles durch. Ich bedanke mich bei dir Sehr schön. Ich bedanke mich auch. für deine Zeit. Wie verbringt Kevin Hübner sonst seine Vormittage, wenn er nicht auf Instagram live geht? Auch mal hier, mal da. Ich bin viel unterwegs, viel an der frischen Luft und genieße die noch freie Zeit vor der Bundeswehr. Dann tue das. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich sehr, dich nächste Saison wieder auf dem Platz und auf dem Feld zu sehen. Ich werde dich einladen, wenn du mal Lust hast, ein Spiel von uns zu gucken, dann gib mir Bescheid und dann werde ich dich hier auf unseren Sportplatz lassen. Unbedingt, sehr gerne. Ne? Kannst du Mit dir den das? Worten von Söhne Mayer schließen wir diesen Stream. Bleibt gesund. Das gilt für euch und für dich. Sehr gut, mein Lieber. Viel Spaß. Liebe Tschüss. Grüße. Tschüss.